Ja, um die Logikplatine beim Antrieb zu tauschen, schalten wir den Antrieb zuallererst spannungslos. So, jetzt ist der Antrieb spannungslos und wir schrauben die vier Schrauben mit einem 5er Imbus auf und nehmen den Bediendeckel ab. So, beim Abnehmen vom Bediendeckel bitte auf die Kabelverbindung zwischen Displayplatine und Logikplatine achten. So, jetzt haben wir den Bediendeckel abgenommen und wir stecken am besten einmal diese Kabelverbindung auf der Seite der Logikplatine ab. Den Deckel legen wir auf die Seite und nun können wir die Logikplatine herausschrauben bzw. stecken wir vor die Stecker ab. Also im Prinzip, wie man sich leichter tut, man kann entweder vor die Platine rausschrauben oder die Stecker vor abziehen. Sollte ein Stecker ein bisschen schwerer abziehen gehen, kann man sich ein bisschen helfen, indem man da mit einem kleinen Schlitzschraubenzieher auf der Seite reinfährt und damit geht der Stecker leichter herunter. So, einen haben wir noch. Hier fahre ich auch mit einem kleinen Schlitzschraubenzieher rein, damit ich diesen Stecker leichter herunter bekomme. Okay. So. Sobald wir alle Stecker entfernt haben, können wir nun die Platine rausschrauben. Wir lösen nun die Schrauben. So, den können wir gleich wegnehmen. Den zweiten auch. Dritte Schraube. Okay. So. Wir sehen hier, die unteren zwei Schrauben sind auf zwei Säulen angeschraubt, beziehungsweise auch die dritte und vierte Schraube. Jedoch haben wir es hier mit einem Antrieb zu tun, der zusätzlich auch eine Busplatine hat. Das heißt, wir müssen jetzt auch diese Busplatine von dieser Logikplatine abschrauben. Das heißt, wir nehmen jetzt die Schrauben weg mit den Distanzen und schauen, dass die möglichst nicht verloren gehen. So. Und jetzt haben wir noch eine Schraube. Eine Kunststoffschraube mit Distanz, die wir auch lösen müssen, damit wir die Logikplatine von der Busplatine trennen können. Okay. So, jetzt haben wir die Schraube gelockert. Wir nehmen die Mutter weg. Können nun die Logikplatine von der Busplatine trennen. So, jetzt nehmen wir die Kunststoffschraube noch raus, stecken den Multitörnsensor ab und können nun die neue Ersatzlogikplatine auspacken und wieder einbauen. Das heißt, wir gehen jetzt in umgekehrter Reihenfolge vor. Wir stecken den Multitörnsensor wieder an. So, jetzt haben wir den Multitörnsensor angesteckt.
nämlich gar nicht so. So. Und jetzt stecken wir die Bussplatine wieder drauf. Und geben die Kunststoffmutter wieder drauf. So, jetzt müssen wir wieder die Distanzen einbauen. So, die erste Schraube. So. Und noch die zweite Distanz. So, die Unterlagscheibe wieder drauf, drehen auf die Schraube. So. Und jetzt können wir wieder die Logikplatine einbauen, beziehungsweise stecken wir vor die Stecker wieder an. Die Stecker sind selbsterklärend, das heißt, man kann eigentlich gar nichts falsch zusammenstecken. So. Okay. Jetzt schauen wir, dass alle Kabel sauber. Hier ist das Kabel vom Multitonsensor, das Breitband runtergehen. Weil alle Kabel sauber drinnen sind. Das Kabel vom Multitonsensor ist runtergegangen, das stecken wir jetzt wieder neu an. Das heißt, wir stecken das zusammen und achten, dass alles sauber wieder drinnen ist. Okay, und jetzt können wir schon einmal die erste Schraube etwas anziehen. Am besten die Schrauben über Kreuz anziehen, damit die Platine einmal ordentlich drinnen sitzt. Und erst dann die restlichen Schrauben reindrehen. So. Okay. So. Ja, beim Anziehen wieder darauf achten, dass man die Schrauben nicht zu fest anzieht, sonst kann es passieren, dass die Platine kaputt geht. So. Okay. Wir haben jetzt die neue Logikplatine wieder eingebaut und jetzt können wir wieder den Bediendeckel anstecken. Beim Draufsetzen vom Bediendeckel wieder darauf achten, dass die Dichtung sauber sitzt und wir das Verbindungskabel zum Display nicht einzwicken. Ja, und dann können wir die Schrauben wieder über Kreuz anziehen und den Antrieb danach wieder auf Spannung geben. Wir sehen hier, das Display ist jetzt wieder weiß und der andere ist sofort wieder betriebsbereit. Das heißt, wir haben die Logikplatine erfolgreich ausgetauscht.